Mit Vollgas geht's in die neue Saison. Fortuna Düsseldorf hat heute wieder angefangen zu trainieren. Einen Monat nach dem Abstieg aus der Bundesliga. Für viele Fans war das schwer zu ertragen. André kennt sich damit aber bestens aus. Unschwer zu erkennen an seiner außergewöhnlichen Trikotsammlung. Greta Wagner hat den Supersammler besucht. 800 Trikots, ein Verein und die ganz große Leidenschaft. Der 59-jährige André Günther sammelt seit über 40 Jahren die Trikots seiner Lieblingsmannschaft Fortuna Düsseldorf. Viele wurden tatsächlich von den Spielern getragen. Ups, 200, ups, 300. Ja? Und dann kommt man natürlich in eine Situation, wo man dann denkt, Mensch, jetzt hast du aber schon ganz schön viele. Und dann entfacht das eigentlich das Feuer noch mehr, ne? Weil der Wunsch, die Sammlung oder die Trikots dementsprechend vollständig zu kriegen, der ist natürlich sehr groß. Bei so viel Auswahl ist es offenbar nicht immer einfach, sich für das passende Outfit zu entscheiden. Aus Spanien, der Ukraine, Holland und Belgien kauft er die Sammlerstücke der Fortuna. Das älteste ist von 1963. Dafür hat der 59-Jährige auch gleich mal 2000 Euro auf den Tisch gelegt. So alte Stöffchen, die kriegt man natürlich nicht oft. Und wenn man dann diesen alten Baumwollstoff aus den 60er Jahren in den Händen hält, das ist schon zum einen ein cooles Gefühl, weil es ja Baumwolle ist und kein Polyester mehr. Zum anderen hält man ja auch ein Stück Fortuna Düsseldorf-Historie in der Hand. Und das ist schon toll. In den vergangenen Jahrzehnten hat der Fortuna-Fan fast kein Heim- oder Auswärtsspiel verpasst. Um auch während der Geisterspiele seiner Mannschaft in die richtige Stimmung zu kommen, hilft André Günther das passende Trikot. Auswahl hat er ja.